Ja, guten Morgen. Ich werde euch heute mal mit den Gatten nehmen, mal wieder ein Gatten-Update machen. Und das hatte ich lange nicht mehr. Und viele von euch mögen ja oder haben das Gattentagebuch gemocht. Ist aber nun, wie gesagt, leider so ein bisschen, ich will nicht sagen, in Vergessenheit geraten. Ich habe schon bewusst mir dann im Garten dann die Auszeit genommen, sodass ich dann wirklich einfach. Garten ist dann Garten und Garten heißt dann nicht mit YouTube und deswegen. Aber heute gibt es mal wieder ein kleines Update zu meinem Garten. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Und diejenigen, die das Garten wohl gern geschaut haben, so ein bisschen mal auf dem Laufenden zu halten. Alles klar. Ich wünsche euch viel Spaß und jetzt kommt das Gartenvideo. So, es ist Winter, es ist Dezember 2016 und es ist wieder mal Zeit für einen kleinen Gartenrundgang. Ihr kennt ja noch mein Gartentagebuch. Ich führe das jetzt in der Intensität nicht weiter, aber so einen kleinen Rundgang durch meinen Garten, dachte ich, da ist mal wieder Zeit dafür. So. Ja. Hier geht es sozusagen rein in mein Gartentor. Und da sieht man danach schon mein Hochbeet. Selbst gebaut. Von der Form. Ich tue euch mal ein kleines Video jetzt einblenden, wie das so aussieht. Von oben der ganze Garten. Und ich habe das komplett selber gebaut, die Steine mir einzeln aus dem Abbruchhaus geholt und und dann das Stück für Stück aufgebaut. Hier ist mein erster Apfelbaum, das ist der hier ganz vorne ist. Ich tue die Apfelbäume immer relativ radikal beschneiden. Das sieht jetzt gar nicht vielleicht so radikal aus, aber man sagt, man muss einen Hut durchwerfen können. Und bei mir kann man einen Hut durchwerfen. Zumindest im Winter. und auf der anderen Seite sind hier vorne am Beet, was man so als Rabatte bezeichnet oder sowas. Einfach so Zeug halt. Ja, Grünzeug. Auch Rosen habe ich noch ein paar drin. Ja, nicht so viel. Das hier übrigens ist mein Lieblingsbaum. Der hier. Das sieht jetzt im Winter natürlich nicht ganz so geil aus. Aber der hat zu fast jeder Jahreszeit eine unterschiedliche Farbe. Eine unterschiedliche Tönung, sage ich mal. Ihr seht das als Farbe, ich sehe das als Tönung und das sieht richtig toll aus, aber egal. Ja, hier unten Rosmarin, eigentlich nicht winterhart. Es gibt winterharten Rosmarin, der ist aber nicht winterhart. Aber dieser Rosmarin hier, der ist winterhart, obwohl er nicht winterhart ist, weil er mit so viel Liebe aufwächst wie bei mir. Genau. Hier sieht man auch schon in dem Hochbeet die ersten grünen Sachen. Schaut doch mal an. Das wächst jetzt grün neu. Wenn man das sieht, seht ihr das grüne Zeug hier unten? Das ist alles Vogelmiere und Postelein. Und das wächst, fängt jetzt im Dezember an zu wachsen. Und das Tolle ist, das kann man dann im Januar, im Februar ernten. Da hat man Grünzeug im Garten. Sehr geil. Eine richtig grüne Oase. Und das wächst alles jetzt hier frisch. Ja, das ist schon mal das Hochbeet hier. Oh, das hier ist mein Pflaumenbaum. Den habe ich selber sozusagen als ganz kleinen Pflaumenbaum hier reingemacht. Und auch wirklich schön. Ordentlich beschnitten, alles gut gemacht. So ein kleiner Stolz. Ansonsten hier drüben, sozusagen habe ich so ein Hügelbeet. Seht ihr das? So Hügel aufgeschüttet hier unten. Und da habe ich Himbeeren. Das eine sind Winterhimbeeren oder Herbsthimbeeren nennt man die. Und die kann man Boden abschneiden im Winter, das werde ich bald tun. Und dann gibt es die Sommerhimbeeren, das sind die. Da muss man immer die abschneiden, die Früchte getragen haben, weil die nur am zweijährigen Strauch sozusagen wachsen. Die Bambusstöcke hier, die hat mir der Joachim geschenkt aus seinem Garten. Das alles schön natürlich aussieht. So, jetzt kommt gleich Gartenbesuch, da wäre ich mal ein bisschen lauter. Guten Morgen! Oh, grüße, ja, okay.
Jetzt, das ist der Feigenbaum da unten. Das ist das erste Mal, dass der Feigenbaum im Winter hier draußen ist. Die Feigen halten es diesmal leider nicht aus. Das sehe ich schon. Normalerweise haben die Feigen überwintert und ich konnte im Frühjahr frische Feigen essen. Und ich bin mal gespannt. Ich habe den auch nicht unten abgedeckt oder so. Entweder das schafft es oder schafft es nicht. Das erste Jahr jetzt draußen. Und wir werden es beobachten und schauen. Schauen und beobachten. Was gibt es noch zu sagen? Hier unten habe ich jetzt Süßkartoffeln überwintert. Mal gespannt, ob das was wird. So richtig vorstellen kann ich es mir nicht. Aber wir werden es sehen. Also Süßkartoffeln hätte ich ernten können, aber ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal. Vielleicht bleiben die so wie Topinambur einfach da. Das ist hier die japanische Weinbeere. Oh, dann fangen wir hier durch. Oh, die starrt ganz schön. So, das hier sind Goji-Beeren, also die hier und die, das sind zwei Goji-Beeren, haben noch nie getragen in ihrem Leben, haben aber trotzdem ein Recht auf Leben. Jetzt mal das Hochbeet von der anderen Seite. Ihr seht, dass da auch so eine Welle drin ist. Na? Und dann sind kleine Gegenbewegungen. Das fand ich einfach harmonisch. Ich mag nicht so gerade. Seht das vielleicht auch hier, wenn ihr so in meinen Garten schaut. Das ist wenig gerade, gibt es keinen einzelnen Weg, sondern gibt es halt verschiedene. Naja, immer so kleine Harmonien. Der Weg, das sind bei mir solche Trittsteine. Könnt ihr hier sehen? Das sind halt sozusagen Besinnungssteine. Und so ist der ganze Weg Garten bei mir aufgebaut. Das Prinzip ist, dass man sozusagen, wenn man durch den Garten geht, dass man dann einfach sich konzentrieren muss, zu laufen auf den Steinen und nicht, dass man irgendwo sich vertritt und abrutscht. Und ja, und dann lässt man sozusagen die Alltagsprobleme zu Hause. Ja, man muss sich auch konzentrieren. So, das ist mein zweiter Apfelbaum. Immer noch ein paar Äpfel dran, die werde ich wahrscheinlich sogar, die werde ich mit Sicherheit jetzt ernten. Das ist unsere letzte Apfelernte sozusagen dieses Jahr. Hier habe ich so einen Komposthaufen gemacht, weil die anderen Komposthaufen, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, haben nicht mal ausgereicht. So richtig oldschool, richtig groß, weil diese kleinen Thermo, da passt nicht so viel. Auch sehr gespannt ist, wenn ich auf dieses Gewächs nächsten Frühjahr, das ist hier vorne dieser Baum, ich zeige das mal, das ist eine Aprikose. Aprikosenbaum. Mal sehen, ob der nächstes Frühjahr trägt. Ja. So, weiter zum Haus. Hier drüben ist ein kleiner Teich, den ich angelegt habe. Das ist oberirdisch, das ist halt nicht eingegraben, sondern da habe ich einfach die Steine, die ich gefunden habe, im Garten einfach verwertet, eine Plane reingetan und Wasser drauf gemacht. Ja, müsste man theoretisch auch mal jetzt langsam das Wasser ablassen, zumindest die Pumpe rausholen, es ist Winter und es gefriert, dann ist das nicht so gut. Genau, das ist das Häuschen von meiner Nachbarin da drüben. Gibt nicht wirklich einen Zaun. Ja. Und dann kommen wir schon hier zum Beispiel zum Maulbeerbaum. Was ist ein Maulbeerbaum? Er wird bis zu 10 Meter hoch und trägt Früchte. Das ist das Grauen der Kleingartenbesitzer bzw. des Kleingartenvorstandes, weil die mögen alle kleine übersichtliche Bäume, alles schön akkurat, aber in Deutschland darfst du Obstbäume, die können so hoch werden, wie sie wollen, solange es Obstbäume sind. So ein Maulbeerbaum, der zählt als Obstbaum, der wird bis zu 10 Meter hoch. Naja, aber na. So, das ist auch noch ein zweites Hochbeet, was ich auch gebaut habe. Diesmal habe ich mich für Holz entschieden, einfach weil Holz eine schöne Sache ist und wir halt dann auch in die Nähe von der Laube kommen, wo viel Holz ist, und das passt da einfach. Das hier ist eine Zucchini, die ich irgendwann mit nach Hause nehmen wollte, die aber hier liegen geblieben ist. Aber das ist wieder organischer Dünger für den Garten. Das ist schön am Garten und das ist das Schöne an der Natur. Die Natur genügt sich selber, die Natur sorgt für sich. Und von daher kann man auch alles einfach so lassen, wie es ist. So, dort bin ich gerade bei der Ernte von Topinambur. Das ist die letzte Ernte des Jahres. Das sind die Knollen
Und die kann man, solange der Boden weich ist und man rankommt, kann man immer weiter ernten. Ja. So wird es dann. Man zieht das quasi dann hier raus und dann hat man halt solche Knollen dran. Genau, das ist Topinambur. Und das hier, diese ganzen, was ihr hier seht, die ganzen Äste, darunter ist Topinambur. Da ist noch ganz schön viel zu ernten. Ja, gut. Ja, und dann gehen wir halt mal zur Laube. So eine Holzlaube, beziehungsweise Steinlaube mit viel Holz. Ich habe hier eine Terrasse gebaut, noch schön überdacht. Ja. Alles selber gemacht, ohne Ahnung, einfach losgezimmert. Genau. Ja, und dann natürlich was, was ich jetzt als Veganer oder beziehungsweise dann noch insbesondere als Rohköstler, naja, nicht wirklich nutze. Das ist ja ein Wacholderbaum übrigens, der große. Aber hier, jetzt kommen wir zu dem. Ein Smoker. Naja, ich brauche nicht wirklich mehr. Aber hin und wieder mache ich doch so ein Grillen, veganes Grillen und dann passt. Aber ich habe mir den damals geholt, um ja, Rinderbrust schön weich zu kriegen. Okay, ja, das nochmal der Teich von der anderen Seite und ja, und dann sehen wir hinten ja, so ein Ding, wo irgendwann mal ein großes Gewächshaus hin soll. Aber da bin ich mir noch nicht sicher, muss ich mal sehen. So, schauen wir mal. Und in der Laube ist ganz interessant zu zeigen, wenn Rohkostpotluck ist, dann sind immer zwei Plätze oder vielleicht auch drei Plätze frei für die Menschen, die sozusagen hier nächtigen wollen. Die können sich dann gerne hier unten hinlegen. Nein, Quatsch. Hier in der Laube, ich mache das Licht an. Hier können dann die Leute schlafen, die zum Rohkostpotluck eine Schlafgelegenheit brauchen. Das kann man ausklappen, da können zwei schlafen, eventuell kann unten noch ein oder zwei schlafen. Und ja, und da hat man es hier relativ gemütlich. Sogar ein schönes Bild, was ich mal gemalt habe. Gut, schön ist relativ, aber ich finde es schön. Also nicht das Pferdebild, sondern das andere. Und ja, und dann können die Leute hier sozusagen nächtigen bei mir während des Rohkostpotlucks, immer kostenlos. Auch wenn ich so Couchsurfer, biete ich immer diese Couch an. Da haben sie im Grünen, im Garten ihre eigene Schlafgelegenheit und finde ich schön. So, gehen wir wieder raus. Gehen wieder raus in die Natur. Ja, hier sitze ich dann gerne abends mit Freunden oder wenn wir mal Treffen machen. Ich mache hier wieder, wie gesagt, so ein veganes Grillen. So. Und um die andere Ecke ist dann noch, das ist noch mein Kompost, kommen auch gleich hin. Das sind die Komposte. Wie gesagt, die Kleinen, die nehmen nicht so viel auf. Kann ich nicht wirklich empfehlen, lieber selber so einen hausgemachten Oldschool machen. Ja, und das hier, hinten, das ist echter Wasabi. Und die Kälte, naja, das ist halt nicht so prickelnd für ihn. Hab bisher das immer überlebt und ja, ich denke, das wird auch dieses Jahr das überleben. Genau. Und jetzt habt ihr mal so den Eindruck, wie es sozusagen derzeit in meinem Garten aussieht. Hier sitze ich dann, schaue da, wenn der Weg es kommt und genieße einfach die Zeit in meinem Garten. Ach, so schön. Ja, das mal als kleinen Eindruck. Ja, kann mich ja nochmal selber einblenden hier. Nee, kann ich nicht. Gut. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich. Und ja, hoffe, euch hat der kleine Rundgang in meinem Garten gefallen. Mal was anderes. Für alle die Menschen, die ja, mein Gartentagebuch gerne geschaut haben, könnt ihr die Playlist nochmal anschauen, wie ich das alles hier so angefangen habe. Und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt die Zeit. Und wir sehen uns morgen wieder.